Smörrebröd, Smörrebröd, pam 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 pam. Und damit wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen Deutschland. Ich bin es Morten van und aus Maastricht und heute kommt bei Ihnen zu Hause wieder ein Stück Hollander auf den Tisch. Auch wenn es den Namen vielleicht nicht vermuten lässt, es gibt heute eine Doppeldessert aus Mussolini und Creme Problem. Und wenn ihr jetzt auch schon das Wasser im Mund zusammenläuft, dann stecken sie sich eine saugstarke Taschentuch in den Mund, damit sie es innen drüber stehen, ohne zu sabbern. Hat mal gesagt, ein Essen ist holländisch, wenn man es holländisch kookt. Das Essen muss nicht unbedingt aus Holland kommen. So auch nicht der kleine Problem. Der Name klingt so japanisch, thailändisch. Ich zeige Ihnen heute, wie man aus Thailand Holland machen kann. Normalerweise wird das Gericht in einer Wok zubereitet. Wenn man so auf holländische Art im Eierkeuken. Aber zunächst bereitet uns die Creme Problem noch ein Problem. Die Zutaten, die wir dafür brauchen, bestehen aus Mehl, ein bisschen weißen Schokoladepulver, etwas verfeiner mit Kokossirup, und natürlich etwas holländische Käse. Und trotzdem soll nachher eine cremige Masse entstehen. Wie das geht und noch vieles mehr erfahren Sie nach einem Atemzug. So, da sind wir wieder zurück mit der Sauerzutat Sahne. Die kippen wir jetzt dazu und machen das Ganze rührig. Ich bin auch immer ganz gerührt, wie es funktioniert. Sie müssen so lange rühren, bis die Masse gerührt ist als sie selber. Jetzt können wir noch etwas Vanillesuiker dazu tun. Und dann kann die Creme auch schon in die Eierkeuken. Sie stellen auf Hartkeuken und da können wir uns die Mussolini zuwenden. Die Mussolini ist eine Schokomousse mit Tortellini on top. In Italien wird deze creation auch Dutje genannt und wurde während des Zweiten Weltkriegs verboten. Wir in Holland haben aber immer munter weiter gekookt. Und warum? Was schmeckt unvermied mit Mortens extra erntefrische Mussumix Pulverpackung? Die packen wir jetzt einfach in einen Pot mit Meer und fertig und rühren und fertig. Der Pulvermix wird jetzt einfach in die Schüssel mischt du wohl alle und dann ganz einfach mit 250 ml kalte Milch rein. Das Ganze müssen wir mal wieder verrühren. Das macht aber eine Spritzigkeit.
best wel wieder 3 Minuten. Jetzt ist der Teig fertig. So, jetzt wir kippen das in eine Dessertschale. So, abgetropft. Nicht schlimm. Und jetzt für 1 Stunde in den Kühlschrank. Jetzt fehlen nur noch die Tortellini. Die kommen auch noch ins Spiel, aber erst nach der Wärme. Bis dahin haben Sie wieder Zeit, etwas zu gewinnen. Morten verlost heute eine kleine rosa Kochbuch für Desserts. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist im Handstand eine Wodkaflasche exen und mir dann folgende Frage richtig beantworten. Sind Gewinnspielfragen im Fernsehen oft viel zu einfach? A, ja oder B, Hackbraten? Rufen Sie uns fast kostenlos an unter die Telefonnummer 1188 0 oder schreiben Sie in einen Kommentar unter diesem Video. Morten wünscht viel Glück, gleich geht's weiter. Farm will lagt, Facebook lädt und YouTube buffert länger als eine Folge Wetten, das? Und du könntest mal wieder deinen Rechner zu Kleinholz verarbeiten. Stopp! Was dir fehlt, gutes WLAN. Und was du brauchst, ein WLAN-Kabel von Tronolol. Wir bringen dir wirklich Highspeed-Internet ins Wohnzimmer. Sagt sogar Marcel Davis. Hallo? Halt's Maul, Digga. Tralalalalalalala. Eine wunderschöne Idee, dass ihr wieder dabei seid hier bei Morten kocht. Es gibt heute Creme-Problem und Mussolini. Die Creme-Problem haben wir zuerst zusammen gemixt mit der Sauerzutaten Sahne und haben sie in die Eierkörper gekocht, damit eine Sämasse entsteht und Fäden aus dem Käse. Und die Mussolini haben wir mit der Morten Mix Pulverpackung, Musso-Mix Pulverpackung zubereitet und die haben wir jetzt erkälten lassen. Jetzt ist das Ganze fertig. Ich habe es schon wunderschön angerichtet hier. Jetzt können wir auf die Mussolini noch die Tortellini packen. So on top. Und über die Creme-Problem können wir noch ein bisschen Kakao streuen. So, so wunderbar lecker sieht das aus. Ob dieses Stück Hund jetzt auch schmeckt, das testen wir sofort. So. Es ist wunderbar, diese Käse zusammen in Verbindung mit der weißen Schokolade und der Kokosirup. Wunderbar lecker und die Mussolini. Wunderbar lecker. Ich werde auf jeden Fall alles zu Ende essen, ob Sie es mir glauben oder nicht. Und wenn Sie es selbst einmal ausprobieren wollen, wie das schmeckt, dann kochen Sie es mir einfach nach. Man kann sich das Video ja öfter angucken. Das war's für heute von Morten kocht. Es gibt aber bestimmt noch eine Folge, also schalten Sie wieder ein. Und dann sehen wir uns wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss Deutschland. Hallo Holland. Weiter Videos von Halle vs. Bros gucken, dann habe ich einen Vorschlag für euch. Entweder ihr guckt euch weitere Folgen von Morten kocht an, auf dem Weihnachtsmarkt und Käse auf 4 Pfoten, dann klickt in den unteren beiden Boxen. Oder auch was mit Kochen, das Battle Tom vs. Juan im Kochduell. Dann gilt der Link im großen Fenster. Zu unserem Kanal geht's, wenn ihr abonnieren klickt. Apropos abonnieren, verpasst kein HWB-Video mehr und abonniert den Kanal. Relinquiert uns überdies noch eine rezensierende Videokritik in den Comments und teilt das Video. Danke dafür und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!